Hey Leute, ich bin's, Mac Peverick. Ja, heute möchte ich euch mal eine ganz besondere Pflanze bzw. eine Staude vorstellen. Das hier ist eine sogenannte Schleifenblume, ja auch Iberis genannt. Und ich möchte euch sagen, wie ihr diese Pflanze am besten in eurem Garten haltet und auch ein paar Pflegetipps geben, damit ihr genau eine so schöne Blüte habt, wie es hier der Fall ist. Ja, von dieser Schleifenblume gibt es ganz schön viele verschiedene Arten, so um die 40 Stück. Das hier ist allerdings eine Iberis sempervirens und diese ist mehrjährig und vor allem auch winterhart. Es gibt also auch einjährige Pflanzen. Ich würde euch aber genau diese Sorte empfehlen, die ich euch auch unten mal im Beschreibungskasten verlinkt habe, falls ich den Namen jetzt doch verkehrt ausgesprochen haben sollte. Da findet ihr auch noch ein paar Zusatzinformationen dann. Und wie gesagt, diese Sorte ist winterhart und diese wunderschöne Blüte, die ihr hier seht, die blüht circa von Ende April bis Ende Mai. Das heißt, man hat im Jahr 4-5 Wochen richtig schöne Blüte. Wenn die Blüte dann vorbei ist, dann bleiben euch immer noch hier diese schönen lederartigen Blätter, die eben auch euren Garten richtig schön schmücken. Gerade in so einem Steingarten macht sich die Pflanze sehr schön und kompensiert dann vielleicht auch so ein bisschen die Steine, die man da angebaut hat, da hier auch viele Insekten sich dran zu schaffen machen. Ja, auch die Wuchshöhe ist nicht sehr hoch, die ist maximal so 30 cm, das heißt, die Pflanze eignet sich hervorragend als Bodendecker. Ja, wo kann man sie ansetzen oder anbauen? Das kann man am besten an einem südlichen Standort machen, dem bevorzugt die Pflanze. Aber diese Art hier, diese winterharte Art, die kommt auch gut mit halbsonnigen bzw. halbschattigen Standorten zurecht. Ja, wie schaut es mit den Bodenverhältnissen aus? Das sollte ein mineralischer, sandiger Boden sein. Deshalb sagte ich ja bereits, ideal halt geeignet für so einen Steingarten. Der Boden sollte auf jeden Fall auch durchlässig sein und kalkhaltig sein. Viele Pflanzen mögen keinen Kalk, bei dieser Pflanze ist es anders. Also das sind ja die idealen Bedingungen, die ihr der Pflanze geben könnt. Und wenn ihr eine solche Pflanze einpflanzen wollt, lasst ein bisschen Platz im Blumenbeet. Ihr könnt das sehen, die geht also richtig ordentlich in die Breite. Die wächst sogar hier auf dem Weg drauf. Und also seid da ein bisschen vorsichtig mit benachbarten Pflanzen. Ansonsten überwuchert die. Und ja, klar, zurückschneiden kann man sie dann auch entsprechend. Aber wenn man gleich genug Platz lässt, dann hat man halt weniger Probleme hinterher. Ja, mit dem Gießen könnt ihr euch das ja schon denken. Das ist eine Steingartenpflanze, die braucht also relativ wenig Wasser. Wenn wirklich richtig anhaltende Dürre herrscht, dann kann man sie gerne mal gießen. Was aber wichtig ist, ja, dass man die Pflanze nach der Blüte zurückschneidet. Und zwar sollte man die Triebe dann so circa um die Hälfte zurückschneiden. Ich zeige euch auch mal warum, weil diese Pflanzen verkahlen sonst. Ne? Ihr seht ja, das unten sind die nicht mehr dicht. Und wenn die immer höher wachsen, dann haben die auch immer nur oben dann die Blätter. Und deshalb, wie gesagt, einfach mal hier um die Hälfte zurückschneiden, dass die schön kompakt bleibt und eben nicht verkahlt. Auf keinen Fall solltet ihr die Pflanze bis ins alte Holz zurückschneiden. Ja? Das, was ihr hier so seht, weil da treiben sie dann nur schwer wieder aus, also nicht zu kurz schneiden. Ja, wie sieht es mit dem Düngen aus? Da reicht einmal eine Kompostgabe im Frühjahr, ansonsten braucht man die eigentlich auch gar nicht düngen. Wie sieht das mit dem Winter aus? Da sind sie winterhart. Wenn man jetzt in den Regionen in Deutschland wohnt, wo es richtig sehr, sehr kalt wird und viel Sonne herrscht, da könnte man die Pflanze abdecken, weil sonst die Wintersonne dafür sorgen könnte, dass die Pflanze eben austrocknet. Aber ansonsten braucht man da im Winter gar nicht viel zu machen. Ja, wie schaut es mit der Vermehrung aus? Viele Bodendecker sind ja einfach durch Teilung zu vermehren. Das ist bei dieser Pflanze anders, denn sie hat eigentlich nur eine Hauptwurzel. Und deshalb kann ich jetzt hier nicht einfach sowas abschneiden. Ihr seht das, da sind keine richtigen Wurzeln dran. Das würde so nicht anwachsen. Was man aber machen kann, man kann so ca. 10 cm Stecklinge abschneiden und diese dann in der feuchten Erde bewurzeln lassen und sich dann so eine eigene Pflanze ziehen. Ja, das gilt es im Großen und Ganzen zu beachten und dann habt ihr auch viel Freude mit dieser Pflanze. Ich hoffe, dieses Video und die paar Tipps haben euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer es noch nicht tut, der kann mich gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Peverick.